die Menschen, die zu Hause bleiben, müssen ja trotzdem irgendwie mit Arzneimitteln versorgt werden, müssen mit guten Tipps, mit Ratschlägen versorgt werden. Ja? Und so hat sich sehr viel verlagert von dem klassischen in die Apotheke kommen, Medikament abholen, hin zu Zustellungsservice zu liefern, zu verschicken, zu versenden. Es hat sich viel mehr auf die digitale Ebene und aufs Telefon verlegt. Und da haben wir uns natürlich sehr, sehr schnell darauf einstellen müssen, sodass wir jetzt die Services eigentlich reibungslos anbieten können. Zunächst haben wir zwei Teams gebildet, ein Montag bis Mittwoch Mitarbeiterteam und ein Donnerstag bis Samstag, damit wir nicht alle außer Gefecht sind, wenn einmal was passiert. Wir haben ziemlich rasch Hust- und Niesschutzeinrichtungen am Verkaufstisch installiert. Wir haben eine Desinfektionsstelle für die Kunden beim Eingang eingerichtet. Wir haben Bodenmarkierungen. Es ist so ziemlich alles plötzlich ausverkauft, vergriffen gewesen, so auch die Desinfektionsmittel. Wir haben auf der einen Seite eine von der WHO-Empfehlung Desinfektionsmittel entwickelt, das relativ günstig ist, aber natürlich ebenso wirksam. Aber wir haben natürlich auch viele Kunden und Strukturen wie Ärzte oder auch in der Chirurgie, die sich sehr, sehr häufig die Hände am Tag desinfizieren müssen. Und denen haben wir spezielle Produkte entwickelt mit hautreparierenden, hautpflegenden Ingredienzien, damit nach der Corona-Krise die Hand nicht künstlich um 10 Jahre gealtert ist. Naja, einen Online-Shop, Andreas Hofer Apotheke Online-Shop, den haben wir ja schon seit 3-4 Jahren, ja, wo Menschen eben rezeptfreie Arzneimittel und sonstige Dinge des Apothekenbedarfs online bestellen können. Das ist die eine Sache. Aber was jetzt schon sehr neu forciert wird, ist natürlich auch das Zustellen, das persönliche Zustellen, nicht nur von rezeptfreien Arzneimitteln, sondern eben die Arzneimittel und die Artikel, die die Menschen zu Hause benötigen. Haben wir sehr schnell ein System eingeführt, um die Menschen in Innsbruck, im Großraum Innsbruck, eben mit ihren notwendigen Arzneimitteln zu versorgen. Einen eigenen Zustelldienst, der am Vormittag, am Nachmittag seine Runde fährt, die Menschen die Arzneimittel sozusagen vor die Türe oder an die Türe bringt. Ja. Und das Wichtigste ist eben, sich an die ausgegebenen Regeln zu halten. Das heißt, erstens einmal den Abstand von einem guten Meter einzuhalten. Enorm wichtig, die Händehygiene, die beginnt mit dem Händewaschen und anschließend der Desinfektion und Tragen des Mundschutzes, vor allem wenn man rausgeht, Supermarkt, öffentliche Verkehrsmittel. Und das Wichtigste ist, bleib's gesund.